Ja, hallo zusammen. In der heutigen Folge möchte ich euch mal mein Spiegelteleskop vorstellen, mit dem ich ab und zu in den Nachthimmel schaue und den Mond beobachte. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rüber und legen los. Bis gleich. So, legen wir gleich los hier. Ich gebe zu, ich habe auch nicht so viel Ahnung von Teleskopen. Das war ein Spontankauf damals. Ich muss mich da jetzt auch erstmal ein bisschen belesen, um euch das ein wenig erklären zu können. Und zwar habe ich hier in Verwendung das Orion Dobson Teleskop SkyQuest XT4.5, nennt sich das. Dobson Teleskop deshalb. Das ist ein ganz normales Newton-Spiegelteleskop, was auf einer sogenannten Rockerbox montiert ist. Also dieses Holzstativ hier unten und ersetzt halt somit das klassische Stativ, wie man es kennt. Vorteil ist, es ist schnell auf- und abgebaut und man kann es schnell transportieren. Nachteil an diesem Teleskop finde ich, man kann angeblich damit auch Galaxien und Nebel beobachten. Was hier gerade in der Kölner Bucht sich aber als sehr schwierig gestaltet, weil man viel Reflexion vom Boden hat. Und dann verschwimmt das Bild halt immer so ein bisschen. Ne? Man wird das später in meinen späteren Videos sehen, dieses Flimmern, was man dann hat in den Videos. Also für Mondbeobachtung finde ich, ist es super geeignet. Für alles andere, wenn man dann näher an die Planeten will, sprich Jupiter, Mars, Pluto etc., ist das halt eher nicht geeignet, denke ich. Dafür ist der Spiegel auch einfach zu klein und da kann man dann auch Vergrößerungsokulare reinsetzen, wie man möchte. Das bringt nichts. Ja, ich habe dann hier an dem Auszug, wie man sieht, einige Adapter montiert. Hier oben kann ich dann meine Kamera draufsetzen, die ich jetzt allerdings logischerweise nicht darauf setzen kann, weil ich damit gerade filme. Ja. Und hier kann man dann die Schärfe regulieren. Und hier oben sitzt das sogenannte Spektiv, um das Objekt, was man beobachten möchte, erstmal grob einzufangen und dann das Teleskop hier dann genauer ausrichten kann. Kann man dann hier schön an diesem Pin greifen, hoch, runter, hin und her. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass es schwierig ist, dieses Gerät ruhig zu halten, wenn gerade auch noch die Kamera hier oben drauf gesetzt ist und das Ganze dann vorne auch noch schwerer wird und man gerade das Objekt eingefangen hat, dann passiert manchmal einfach das hier, dann sinkt es einfach weg durch das Gewicht. Ja, so ist das da leider. Wir filmen auch mal kurz hier vorne in den Tunnel rein. Da hinten seht ihr den Spiegel. Den kann man auch noch, also hier vorne, das kann man auch noch einstellen, justieren. Musste ich allerdings bisher nie machen. Dafür sind diese Einstellschrauben hier an der Seite. Und ja, mitgeliefert werden hier noch direkt zwei Okulare. Das eine habe ich jetzt drin. Wir haben hier einmal ein 10mm Okular und montiert habe ich, glaube ich, das 25mm. Ja, so sieht das Gerät also aus. Haben wir den praktischen Tragegriff noch oben dran und preislich liegen wir da, ich hatte es mir damals auf Amazon bestellt. Mit den zwei Okularen, die schon dabei liegen, liegt man bei ca. 250 Euro plus die Adapter, die ich mir noch dazu bestellt hatte. Da sind wir dann ungefähr bei 300, 350 roundabout gelandet.
Und zusätzlich die Kamera natürlich, wenn man die noch dazu rechnen möchte, liegt man bei insgesamt circa 500 Euro. Ja, wer sich damit gerne mal beschäftigen möchte, der hat jetzt schon mal eine ungefähre Preisvorstellung. Ich finde, es ist ein gutes Einsteigergerät. Man muss sich dann natürlich ein bisschen einarbeiten, aber man kann schon schöne Mondfotos und Mondbeobachtungen damit machen. Okay, so viel zu meinem Teleskop. Ich hoffe, dass ich demnächst ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Wir haben ja momentan einen schönen Vollmond. Allerdings ist es hier gerade sehr bewölkt. Und daher sehe ich da momentan wenig Chancen, die mal einzufangen. Aber das wird mir sicherlich später auch nochmal gelingen. Okay, somit so viel dazu. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage bis demnächst. Ciao.